So, herzlich willkommen auf unserem Kanal, Herr Wobbel on Tour. Wir haben Anfang März 2022 und starten die Saison mit einer Fahrt an den Bodensee. Dort haben wir einen Werkstatttermin vor Ort bei unserem Händler, weil wir immer noch das Problem mit dem Ladebooster haben, dass die Wohnbaubatterie nicht richtig lädt. Haben uns ein paar Tage in der Firma freischaufen können, haben aber kein großes Equipment mitgenommen. Das heißt, ich habe nur die Canon-Kamera dabei gehabt, habe mir noch mein iPhone 13, das ich neu habe, mitgenommen, um das einfach mal zu testen, wie das mit Fotos und Videos ist. Und wir haben die InstaGo 2 auch neu dabei, um einfach mal ein paar Wasseraufnahmen zu machen. So, unser erstes Ziel war Bad Dürrheim, der Wohnmobilstellplatz am Solemar, an dem Solebad. Das wollten wir auch besuchen, sind nach Meersburg gefahren. Aber seht einfach selber, ihr findet die genaue Reisbeschreibung auf unserem Blog. Schön, dass du wieder mit uns reist. Am Ende des Videos findest du auch Herr Wobbels Fotobox und da findest du schöne Bilder aus Meersburg und aus der Altstadt von Engen. Und wir wünschen dir viel Spaß hier bei dem Video. Morgen. Schönen guten Morgen. Schön warm Kaffee. Wir sind wieder am Frühstück. So, wir haben 5 Tage hinter uns. Wir sind jetzt schon auf der Rückfahrt. Also wir fahren jetzt gleich zurück. Wir stehen hier noch auf dem Stellplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz in Bad Dürrheim. War schön. Also wir mussten ja einen Termin machen wegen unserem Ladebooster. Habt ihr bestimmt der eine oder andere von euch mitbekommen. Problem ist gelöst. Oh, Gott sei Dank. Danke, Herr Meier von der Firma Gulde. War ganz einfache Sache. Es war nicht der Ladebooster, es war nicht der Sensor, es war einfach nur Westfalia verbaut, oder es werden ja Trennrelais verbaut und dann kann man ja zusätzlich einen Ladebooster einbauen, um einfach so Kurzstrecken, dass man das schneller laden kann, das wisst ihr ja. Und das Problem war, das Trennrelais hat sich mit dem Ladebooster nicht vertragen, aus irgendwelchen Gründen, weiß die Werkstatt selber nicht, braucht man eigentlich jetzt ja nicht mehr das Trennrelais, das haben sie abgeklemmt. Nach langem Suchen, ich glaube 6 Stunden, 7 Stunden in 2 Tagen. Mindestens, ja. Und es funktioniert. Wir können wieder Radio einschalten. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, wenn wir irgendwo am Stellplatz kommen und kein Strom mehr da ist. Mit unserer Lithiumbatterie funktioniert jetzt wieder. Freuen wir uns. Aber wo waren wir noch? Jetzt bist du mal dran. Wir waren in Meersburg, haben wir Zwischenstation gemacht. Da waren wir auch einen schönen Stellplatz. Und da haben wir schön die Stadt, die Altstadt besichtigt. Ganz tolle Altstadt. Schöne Bilder gemacht. Sehr empfehlenswert, ja. Ja, da waren wir in Meersburg, da wollten wir eigentlich die Insel Mainau, aber da wir jetzt Anfang März haben, habe ich gesagt, mache ich doch nicht. Kommen wir vielleicht nochmal, oder nicht vielleicht, sondern wir kommen nochmal, wenn die Blumen blühen, um schöne Bilder zu machen. Ja, was war da noch? Dann waren wir in Bad Dürrheim, gestern Abend waren wir in Solemar. Das war schön, 37 Grad, Sohlewasser, das war toll. Also wir brennen euch mal ein kleines Filmchen ein und ein paar Bilder. Mehr machen wir heute nicht an Video oder generell. Wir haben nicht viel gefilmt. Ich habe mal meine neue Insta 360 Go 2 mal ausprobiert im Wasser. Funktioniert wirklich gut. Könnt ihr euch da gleich mal angucken. So, und ansonsten, wie gesagt, fahren wir zurück. Passiert ja nichts mehr Spektakuläres. Nee. Wenn ihr das Tagebuch sehen wollt vom Herrn Wobbel, der sitzt hier, sieht man glaube ich gar nicht. Gell? Guck mal, Herr Wobbel, guck mal in die Kamera. Da ist er. So, da ist es so, das war so ein Tagebuch gemacht haben im Blog, also www.wobbel-on-tour.de. Geht einfach mal auf unsere Homepage, da findet ihr ein kleines Tagebuch über die Tage, auch schöne Bilder. So, und das war's. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns auf die kommende Saison. Macht's gut. Auf jeden Fall. Ciao. Eine Bewegung von da bis dahin. Wird so heiß, dann darf es kleben. Und da kommen jetzt sogar Wellen da. Ja. Boah, ist geil. This heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever?
close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah, you never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase.